Ja, und ich höre gerade, wir können anfangen. Liebes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Form des Austausches hier im Rahmen der Tagung, der Demografie-Tagung, die ja mit sehr viel problembehafteten Themen in den letzten Stunden, ja, in den Austausch gegangen ist. Und die Idee der Organisatoren war, doch möglicherweise so ein bisschen positiver zu enden. Mal sehen, ob uns das gelingt. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich bin freie Journalistin, Moderatorin, Autorin und freue mich sehr, mit der ja weltbekannten Autorin Maya Lunde aus Norwegen mich ins Gespräch hier zu begeben und mit ihren Fragen und Anmerkungen hoffentlich auch. Liebe Maya, welcome. And I'm so happy to see you again. Actually, we met Liebe once. Maya, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, Sie wiederzusehen. Wir hatten uns vor einem Jahr getroffen auf der Leipziger Buchmesse. Wir hatten ein tolles Gespräch zu Ihren Büchern und wir werden einige der Aspekte und Punkte nochmal wiederholen. Also willkommen. Wie geht's Ihnen? Danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hallo aus Oslo. Wir schicken Grüße nach Oslo zurück und liebe Teilnehmende, es wird jetzt so aussehen, ich werde Ihnen natürlich ein paar Meilensteine von Maya Lundes Werk und Biografie vorstellen. Wir werden dann ein wenig uns austauschen über einige zentrale Aspekte ihres Schreibens und Tuns, ihres Engagements, muss man sagen. Ich möchte darauf hinweisen, Maya Lunde, das haben Sie gerade gehört, wird auf Englisch sprechen. Ich werde auf Deutsch sprechen, aber wir haben wunderbare Dolmetschende, denen ich schon mal ganz herzlich danken darf an dieser Stelle für Ihre wunderbare Arbeit. Und wenn Sie sozusagen diese Funktion in Anspruch nehmen möchten, dann sehen Sie unten in der Leiste diesen kleinen Globus, den Sie anklicken können, Dolmetschen. Und da werden Sie dann die entsprechende Sprache, Englisch, Deutsch, ganz wie Sie wünschen, hören. Ansonsten, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben und gerne auch schon von Anfang an oder im Laufe unserer Konversation, dann können Sie die jederzeit unter F&A Q&A sozusagen in den Chat schreiben. Ich habe diesen Chat im Blick und werde die Fragen an gegebener Stelle gerne aufnehmen. Vielleicht können Sie auch ganz kurz nochmal, wenn es denn relevant ist, schreiben, von welcher Institution aus oder für welche Institution Sie heute hier anwesend sind. Das ist vielleicht auch von Interesse. Das vielleicht so ein bisschen zu den Spielregeln. Die kennen wir alle inzwischen. Auch postpandemisch sind wir da weiterhin geschult und freuen uns, dass das möglich ist, auf diese Art und Weise miteinander in den Austausch zu kommen. Ja, Maya Lunde ist Jahrgang 1975. Maya, I will tell them a bit about your Maya, ich biography. werde mal kurz etwas zur Biografie sagen und zur Literatur. In Oslo geboren und dort lebt sie auch heute mit ihrer Familie. Sie hat es ja gerade gesagt, sie meldet sich heute auch aus Oslo, ist aber viel gefragt und auch recht viel unterwegs. Sie ist eine bekannte Drehbuch- und Kinder- und Jugendbuchautorin. Die Geschichte der Bienen ist ihr erster Roman für Erwachsene, der zunächst national und dann auch international für Furore sorgte und ausgezeichnet wurde. Und dann folgte das sogenannte Klimaquartett. Die Geschichte der Bienen als erster Teil, dann kam die Geschichte des Wassers, dann die letzten ihrer Art und das Finale des Klimaquartetts erschien unter dem Titel Der Traum von einem Baum. Maya Lundes Bücher sind preisgekrönt und wirklich in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Und die Idee, sie einzuladen, finde ich wunderschön, denn in der Tat ist es so, dass sie sich ja mit Krisenhaftigkeiten auseinandersetzt. Und Umweltfragen, die uns alle in diesem Zusammenhang Kopfschmerzen bereiten. Wie sie das literarisch angeht und auch recherchetechnisch, darüber möchte ich mit ihr ein wenig reden. Wie und warum, liebe Maya, hast du denn ursprünglich begonnen, über Fragen des Klimas überhaupt zu schreiben? Well, why I started to write about Nun, climate. warum habe ich denn über Klimafragen begonnen zu schreiben? Das war ja die Frage, richtig? Yes, I Warum und actually wie? wrote about Nun, climate tatsächlich habe ich zu Umweltfragen bereits im Alter von 15 oder 16 angefangen zu schreiben. Als ich mich sozusagen auch engagierte für diese Fragen als Kind, da haben wir viel über die Art von Krisen gesprochen, insbesondere auch am Mittagstisch, meine Mutter und ich. Und das war etwas,
mit dem ich immer Berührung hatte. Und dann habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich erkannt habe, dass ich dazu Romane schreiben wollte. Ich war zunächst Drehbuchautorin, dann habe ich eine Weile Drehbücher geschrieben und während des Schreibens habe ich begonnen, auch für Kinder Kinderbücher zu schreiben. Und dieser Weg von den Kinderbüchern bis zu dem Punkt, warum schreibe ich, als ich jung war, war recht kurz. Eine lange Zeit habe ich recherchiert, um das Thema zu finden, die Story zu finden, die ich gerne haben wollte und die ich, mit der ich mich sozusagen verheiraten wollte. Denn wenn man einen Roman schreibt, dann muss man die Geschichte, die man schreibt, wirklich lieben. Ansonsten wäre es einfach langweilig. Und dann sah ich einen Dokumentarfilm über Cole Nicholas Zorin, die Wichtigkeit, die Bedeutung der Befruchtung von Insekten durch Insekten auf dem Planeten und die Rolle von uns in dem Bereich. Und in dieser Geschichte habe ich irgendwie all die Materialien für diesen Roman, die Geschichte der Bienen, gefunden. Da hatte ich sehr den Fokus drauf. Und deswegen hatte ich mich entschieden, diesen Roman zu schreiben und über das Klima zu schreiben, die Art der Krisen. Ich glaube, die Geschichte der Bienen ist mehr ein Buch über die Natur als über die Klimakrise, denn die Klimakrise ist nicht das Hauptthema dieses Romans, sondern das ist mehr der Fall für den zweiten Roman. Darüber zu schreiben, fühlte sich so an, wie wieder zu Hause zu sein. Das Material zu finden, ein Material, was wirklich für mich wichtig war. Das sich brennend anfühlte. Wir in Norwegen sagen, da wo es brennt. Und für mich war das immer da, wo es brennt. Das ist true, it burns, ja. Ja, das ist richtig. Das gesprochen und die Idee war eigentlich auch heute mal über die Frage eines Happy Ends zu sprechen, damit wir hier nicht völlig geknickt aus der Tagung gehen. Aber das ist sicherlich nicht ganz einfach. Und Maja Lunde, deswegen möchte ich dich fragen, wie du mit dieser Tatsache als Literatin umgehst. Ja, also manche deiner Bücher sind sehr dystopisch. Andere geben uns aber auch ein Fünkchen Hoffnung. Wie ist es für dich als Schreibende, als vor allem romanschreibende Person, mit dieser Frage umzugehen? Wie viel Happy End ist da überhaupt möglich? Wie sehr an der Realität möchtest du bleiben? Aber wie sehr möchtest du möglicherweise auch uns Leserinnen und Lesern Hoffnung geben? Sorry, I don't speak German, so I think maybe Entschuldigung, ich spreche keine Entschuldigung. Ich dachte, du hast den Dolmetscher im Ohr. Ich kann das versuchen. Ich kann das nochmal versuchen. Ich hatte gerade über die Happy Ends gesprochen. Jemand, der oder die Romane schreibt, wenn man Romane über die Umwelt schreibt, ist das eine Frage, schreibt man eine Dystopie oder schreibt man etwas mit einem Happy End? Und alle die Teilnehmer haben ja immer viel über die Klimakrise gesprochen, andere Krisen in der Welt, Krisen, denen wir uns aktuell gegenüber sehen. Wie gehen Sie denn um mit dem Thema, ein Happy End den Lesern zu gönnen oder vielleicht Hoffnung wenigstens? Nun, das hört sich vielleicht seltsam an, aber wenn ich schreibe, dann denke eigentlich nicht wirklich so sehr an die Leser. Ich denke auch nicht an die Botschaft. Ich versuche, der Geschichte treu zu bleiben, den Gestalten treu zu bleiben und in der Geschichte zu bleiben, um sie mit Leben zu füllen und das Gefühl zu haben, sie lebt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich schreiben kann. Das heißt, die einzige, die ich kenne. Das Ende, nun, das ist immer ein Beispiel dafür, wie ich versuche, treu zu sein gegenüber der Geschichte und auch gegenüber mir selbst. Ich bin nicht jede Sekunde optimistisch oder auch pessimistisch, sondern ich versuche immer irgendwo Hoffnung zu behalten. Ich denke, wir sind verpflichtet, gegenüber unseren Kindern Hoffnung zu hegen. Insbesondere, wenn die Welt beginnt, sich doch düster anzufühlen. Und dieses Gefühl spiegelt sich auch in meinem Schreiben. Ich will Hoffnung haben. Ich klammere mich an die Hoffnung. Und deshalb ist es so, dass all meine Geschichten immer
Ich meine, ich würde es nicht. Es sind kein leichtes Ende, aber zumindest gibt es einem etwas, nicht unbedingt ein Happy End. Ich fahre mal auf Englisch fort. Ja, vielleicht ein offenes Ende. Die Klimabücher haben so viele Leser weltweit angezogen. Wussten Sie denn von Anfang an, welche Art Geschichten Sie erzählen wollen in diesen vier sehr unterschiedlichen Büchern? Nun, wie bereits gesagt, ich wusste, als ich diesen Dokumentarfilm sah, ich hatte sozusagen die ganze Geschichte vor meinen Augen. Ich wusste, welche Gestalten ich beschreiben würde und wie das wesentliche Motiv sein würde und das Thema. Dieses Buch war der erste Entwurf, sozusagen eine oder zwei Seiten. Das war tatsächlich auch so verfasst und war so ähnlich, wie das Ende dieses Buches dann tatsächlich aussah. Ich habe das ganz schnell geschrieben. Ich habe niemand gesagt, das ist seltsam, das ist neu. Das war mein erster Roman für Erwachsene. Und während ich schrieb, dachte ich am Anfang, das ist ein Einzelwerk. Aber während ich geschrieben habe, dann kamen all diese anderen Geschichten hoch in mir. Und einige waren Bilder. Eines von einer älteren Frau, die an einem Wasserfall steht und wirklich ärgerlich war und gegenüber diesem Wasserfall in Norwegen heute. Das war eines. Und ein weiteres Bild betraf einen jungen Mann, der allein durch eine sehr dürre Landschaft in der nahen Zukunft lief. Und dann findet er ein Boot. Und das war alles, was ich über ihn wusste. Und diese beiden Geschichten haben ihren Eingang gefunden in den zweiten Roman. Und dann im Sommer 2015, bevor ich überhaupt erst einmal die Geschichte der Bienen veröffentlicht hatte, sah ich diese Pferde in Frankreich, in Südfrankreich. Und ich erkannte, dass das auch so eine Geschichte werden würde, nämlich die Letzten ihrer Art. Das war dann das dritte Buch. Und gleich von Anfang an hatte ich diese Bilder von Spitzbergen. Und ich wusste, ich muss ein viertes Buch über Spitzbergen schreiben. Ich wollte mein Material in der Geschichte, in der vierten Geschichte zusammenbringen. Während ich also die Geschichte der Bienen schrieb, war es so, dass all diese Puzzleteile immer näher zusammenrückten und sich aufbauten in meinem Kopf. Ich wusste, es müssen vier Bücher sein. Und ich hatte eine ziemlich klare Vorstellung, worum es dabei gehen sollte. Vielleicht können Sie noch etwas sagen zu den vier Büchern auf Deutsch. Vielleicht nochmal eine Schlussfolgerung aller vier. Ich sage das mal kurz. Da hat es ja gerade schon angedeutet, welche Aspekte ihr wichtig waren. Die Bücher spielen auch in verschiedenen Zeiten, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Es geht um das Artensterben der Tiere, es geht um Konsequenzen einer Dürrekatastrophe, es geht um die Pflanzenwelt und die Vielfalt der Pflanzen. Und in dem letzten Teil, da geht es um eine kleine Gemeinschaft im Norden. Maja Lunde hat gerade gesagt, spielt in Spitzbergen. We are going to talk about the final, actually part of the quartet. Wir sprechen jetzt gerade über das letzte Buch. Den Kontakt zum Rest der Welt abgebrochen hat und einen Schatz hütet und bewahrt. Sie besitzt nämlich eine Kammer, in der sich Pflanzensamen sämtlicher Erdteile befinden. Das Ganze spielt im Jahr 2110 und ich würde gerne dich fragen, Maja, was dich auf diese Idee brachte. The current book tells a story that takes place in the year, in the future actually. Das Buch spielt ja in der Zukunft, im Jahr 2110. Was genau gab dir denn diese Idee? Nun, das ist natürlich 12 Jahre nach der Geschichte der Biene. Das war ein paar Jahre zuvor, also 12 Jahre. Danach ist die neue Geschichte angesiedelt. Ich wusste, ich wollte dann aus der Geschichte der Bienen in die neue Geschichte wieder einbinden und ich wollte sie noch einmal treffen, ein paar Jahre nach dem, was ihr in die Geschichte der Bienen passiert. Das ist einer der Gründe, warum ich so weit weg von uns sein wollte in der Zeit.
Auch wusste ich, dass ich, wie gesagt, ich wollte über Spitzbergen schreiben. Und am Anfang gab es diese Anziehungskraft für mich von Spitzbergen, weil das ein Ort ist, wo man den Klimawandel wirklich beobachten kann. Die Temperatur ist, das heißt, die Durchschnittstemperatur ist in Spitzbergen um 6 Grad gestiegen in den letzten Jahren. Die Eisschmelze geht also so schnell. Und es gab auch viele Recherchen für das Buch. Und ich habe wirklich gesehen, dass die Gletscher schmelzen, buchstäblich. Jedes Mal, wenn ich da war, waren die kleiner. Als ich dann jedoch den ersten Besuch abstattete, der erste Recherchebesuch 2017, das ist also ziemlich lange her, und dann hatte ich schon davon gehört, dass das Meer auch dazu beiträgt, aber ich hatte noch nicht so viel über den Wert dieser Samenkammer nachgedacht. Und ich habe erkannt, dass es nicht um Eis und Gletscher und Wasser gehen würde. Darüber hatte ich ja bereits schon im zweiten Roman geschrieben, sondern dass es hier im letzten Roman um Samen und Pflanzen gehen sollte und alles, was wächst und alles, was uns ernährt. Und in Spitzbergen gibt es keine Bäume. Man hat nur diese Kammer in einem Berg. Man findet Samen für Nahrungsmittel von überall aus der Welt. Und das ist so ein aussagekräftiges Bild, wie ich finde. In dieser sehr harten Landschaft. Die Bäume sind nur so hoch und fast nichts kann dort wachsen in dieser nordischen Landschaft. Dennoch findet man Millionen von Samen in dieser Landschaft und jeder einzelne Same kann zu einem Wald werden oder zu einer großen Ernte. Ein Same kann die Welt verändern. Und die Metaphorik, das heißt die metaphorische Ebene dessen, also ich fand das einfach toll, deswegen musste ich das umsetzen. Ich möchte nochmal auf Tao zurückkommen. Ich wollte also sie drin haben, die Samen, und dann wollte ich eine Welt beschreiben, sozusagen eine postapokalyptische Welt, die nicht der entspricht, die man in den Filmen und Geschichten sonst findet. Es geht nicht um einen Ort zum Leben. Diese kleine Gesellschaft, sie haben den Kontakt abgebrochen zum Rest der Welt und versuchen vielleicht auf umweltfreundliche Weise zu leben und zu tun, was gut und richtig ist und nur das zu nutzen, was sie brauchen, um die Natur nicht auszubeuten. Und da gibt es also diese kleine Gemeinschaft, vielleicht 500 Leute. Und das schon seit einigen Jahren. Und dann kommt es zu einer Katastrophe, die alles verändert. Das ist also sozusagen der Anfang der Geschichte. Die Welt, wie wir sie kennen, gibt es ja nicht mehr. Viele Länder gibt es nicht mehr. Es gibt keine Infrastrukturen an den Orten, wo Menschen im Buch leben, keine Materialien für Gesundheits- und Pflegesysteme. Viele Menschen sterben an Krankheiten. Wie sieht die Welt aus in diesen Jahren in Ihrer Vorstellung oder sagen wir im Buch? Welche Art Basis haben Sie genutzt für Ihr Schreiben und Ihre Recherchen? Nun, wie gesagt, das ist eine raue Gesellschaft, aber es ist auch eine, wo die Menschen sich umeinander kümmern und versuchen, Hand in Hand mit der Natur zu leben. Es ist also nicht nur düster. Und nun Recherchen, ja, ich reiste nach Spitzbergen, ich habe mir den Ort wirklich gut angesucht, habe ihn gut kennengelernt, habe meine Gesellschaft auf der Gesellschaft aufgebaut, die es dort bereits gibt. Und ich habe auch mit vielen Fachleuten gesprochen, das mache ich eigentlich immer so. Viele Dokumentarfilme habe ich mir angesehen.
spend time on und ich habe einfach Geld verbracht mit Spitzbergen, um das sozusagen unter die Haut zu bekommen. Das ist ein sehr besonderer Ort. Man fühlt sich wirklich am Ende der Welt. Was manchmal gut ist, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen gruselig, oder? Ja, und man fühlt sich wirklich klein. Ich habe mich noch nie so klein gefühlt, möglicherweise in der Mongolei, die ich auch besucht habe. Das Gefühl ist in etwa dasselbe. Es gibt einfach keine Bäume. Man ist völlig allein in dieser gigantischen Landschaft. Und weil es keine Bäume gibt, kann man bis zum Horizont blicken. Und Spitzbergen fühlt sich vielleicht noch, da fühlt man sich vielleicht noch kleiner, weil die Landschaft so rau ist. Die Natur, würde ich sagen, ist recht gefährlich. Man hat Lawinen, Eisbären, man kann das kleine Dorf nicht verlassen, ohne dass man bewaffnet ist. Man lebt also immer sehr nah am Tod. Und das ist auch etwas, was ich beschrieben habe in meinem Buch. Und wie gesagt, natürlich geschieht dann etwas Schreckliches, was alles verändert. Nur 5 Menschen bleiben allein in Spitzbergen zurück. Und das Buch beginnt mit einem Jungen, einem kleinen Jungen. Er ist ganz allein. Für mich war das, also ich kann mir nichts Einsameres vorstellen, als auf Spitzbergen allein gelassen zu werden. Das war also der Anfang. Und das Buch springt vor und zurück in der Zeit und langsam wird deutlich, was passiert ist, warum er allein ist und was mit den Samen geschehen ist. Denn diese Samenkammer, das ist ein Schatz in dem Roman. Also wir werden nicht verraten, was passierte. Sie verbinden ihre Geschichten und die großen Fragen, die die Umwelt betreffen, immer mit individuellen Familiengeschichten. Warum wählen Sie denn diese Art des Geschichtenerzählens? Nun, das ist etwas, was einfach passiert. Es gibt viele nicht sehr absichtsvolle Entscheidungen, die ich da getroffen habe. Ich finde, dass Familie, Kommunikation in Familien, insbesondere die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, äußerst interessant. Wenn man eine Beziehung zu einem Partner hat, dann kann die immer dasselbe bleiben über Jahre und sich nicht wirklich entwickeln. Mit den Kindern aber, da sie sich ja die ganze Zeit entwickeln, da muss man sich auch irgendwo weiterentwickeln. Oder zumindest versucht man das. Und wir wissen alle, wie schwierig das sein kann, Kinder zu haben. Oder wenn wir Kinder haben, zumindest wissen wir das. Und alle von uns wissen, dass es schon recht schwer sein kann, Eltern zu haben. Und in dieser engen Beziehung investieren wir auch viel. Und das macht diese Beziehungen zu... Ich meine, es steht viel auf dem Spiel in solchen engen Beziehungen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dies schreibe. Das Klimaquartett, das kann man natürlich so sagen und so etikettieren. Aber ich würde sagen, es geht doch viel mehr um Beziehungen. In all meinen Büchern geht es um Eltern und Kinder. Und deswegen wollte ich, dass das letzte Buch um Kinder, also Kinder betrifft, das heißt Waisen, Kinder, die allein sind und insbesondere die Hauptgestalt, Kinder, die zu viel Verantwortung übernehmen müssen. Er ist so einer, er muss immer sich um seinen Bruder kümmern. Er hat einfach eine zu große Last zu tragen. Seine Mutter starb, als er noch sehr klein war. Das ist also auch eine Geschichte, vielleicht auch eine kleine Hommage an all diese Kinder da draußen, die zu schwere Lasten tragen müssen.
viel mehr tun, als es sein sollte. Sie sollten einfach Kinder sein und aufwachsen können. Stattdessen müssen sie Verantwortung übernehmen, die eigentlich Erwachsene tragen sollten. Das ist eine sehr wichtige Frage, Maya. Wir haben auch hier einige Fragen von unseren Zuhörern. Ich würde gerne hier eine darlegen. Paula Kunersmann zum Beispiel von der katholischen Nachrichtenagentur. Ich lese mal die Frage vor. Der heutige Papst wird manchmal als umweltfreundlich bezeichnet und forderte wiederholt die Erhaltung der Schöpfe. Wie wichtig sind denn solche prominenten Aussagen für die Klimabewegung? Entschuldigung, können Sie die vielleicht nochmal wiederholen? In den Q&A kann man die Frage auch lesen. Es geht also um den aktuellen Papst und wie wichtig solche Vorbilder sind. Er wird häufig als umweltfreundlich bezeichnet und fordert wiederholt die Erhaltung der Schöpfung. Wie wichtig sind solche prominenten Aussagen für die Klimabewegung? So lautet die Frage. Nun, ich meine, wenn Menschen wie er, dem so viele zuhören, sagt, beziehungsweise solche Botschaften ausdrückt, dann ist das schon von Wichtigkeit. Ich würde also sagen, das ist extrem wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Führungspersönlichkeiten, alle, die wissen, dass Menschen zu ihnen aufblicken, ihre Stimme erheben und auch solche Dinge sagen. Denn genau das führt dazu, dass die Welt sich verändert. Ja, vielen Dank. Hier haben wir eine weitere Frage, die auch die Literatur betrifft, die wirklich interessant ist. Jemand will Folgendes wissen. Manchmal ist es die Beschäftigung so, dass die Beschäftigung mit Katastrophen akademischer Forschung sich irgendwie beruhigt. Ist es hier dasselbe? Kann die Krisenliteratur helfen, das Unbekannte weniger unbekannt zu machen und deshalb die Angst zu reduzieren? Da bin ich nicht sicher. Was meine Leser mich wissen lassen, ist, dass sie die Books schon furchteinflößend finden. Ich denke aber, dass die Literatur uns die Zukunft auf andere Weise aufzeigen kann als wissenschaftliche Berichte oder Journalisten und auch Filme. Ich würde sagen, Romane spielen eine andere Rolle. Über Romane werden wir zu einer anderen Person. Wir können in dieser Zukunft selbst leben. Und können Beziehung zu ihr aufnehmen. Und wenn wir einen Roman gelesen haben, dann wird er irgendwie Teil von uns. Er lebt in uns. Und deshalb kann er zumindest auch die Sichtweise und unsere Weltanschauung verändern. Ich bin aber nicht sicher, ob er dazu führen kann, uns sicherer zu führen. Wahrscheinlich würde ich sagen, wenn ich an andere Romane denken, die Ähnliches bewirken oder ähnliche Dinge behandeln wie ich, dann sind die für mich furchteinflößend, motivieren mich aber auch etwas zu tun. Maya, Sie sind ja Bestseller-Autorin. Wie reagieren Sie denn in der Literatur? Glauben Sie, dass es weniger Furcht gibt oder dass die Menschen vielleicht sogar motiviert werden, wenn sie solche Geschichten erzählen, wenn sie darüber nachdenken, wenn man zum Beispiel an die Menschen denkt und die Art und Weise, wie sie sich verhalten gegenüber unserer Umwelt? Sie meinen, ob es Unterschiede zwischen den Ländern gibt? Ja, also die Reaktion, mir geht es um die Reaktion dabei. Wenn Sie mit Ihren Lesern reden, sind manche dann verängstigt durch die Literatur oder so? Also sehr oft höre ich, dass es Ihnen die Augen öffnet, wenn Sie diese Themen lesen. Wenn Sie zum Beispiel all diese Insekten plötzlich in Ihrem Garten wieder wahrnehmen und wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, sich um sie kümmern zu müssen oder
dass sie dankbar sind, dass sie eben ein Glas Wasser haben. Und ganz besonders die jungen Leser erzählen mir dann manchmal, dass sie einfach das Gefühl hatten, hinterher etwas tun zu müssen, wenn sie das gelesen hatten. Und dann gab es sehr viele Leser, die auch diese Beziehungsgeschichten sehr interessant finden und spannend und dass sie dann es gar nicht wieder weglegen können. Also das sind Reaktionen, die sind relativ ähnlich in der ganzen Welt. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwelche kulturellen Unterschiede dabei bemerkt. Also das ist ja natürlich auch sehr interessant für sich genommen und macht einem auch Mut, dass die Menschen in der ganzen Welt die Bücher in der gleichen Art und Weise lesen. Ja, es kommt eine Frage von einem Forscher aus den USA. Er schreibt, die Ökologie, Demografie, die Welt der Menschen und der Tiere, das Klima stehen immer in einer Wechselbeziehung. Wie können wir diese Wechselbeziehung optimieren, ohne unsere Lebens- und Ernährungsgewohnheiten in einer von Desinformation und politischen Spaltungen geprägten Gesellschaft revolutionär ändern? Oh, das ist natürlich eine wahnsinnig komplizierte Frage. Ja, ich würde sagen, die Antwort wäre 42. Aber ja, es ist wirklich eine sehr große Frage. Aber natürlich muss es Veränderungen geben und ganz besonders in den reichen Ländern. Wir müssen einfach mal anfangen, anders zu denken darüber, wie unser Leben eigentlich ist. Und wir wissen ja schon sehr viel darüber, was wir wollen. Die Menschen, der Homo sapiens muss ja glücklich sein. Wir brauchen enge Beziehungen. Wir brauchen jemanden, den wir lieben können. Wir müssen auch sicher sein. Wir brauchen die Natur. Die Natur führt ja dazu, dass wir glücklich werden. Und ein Mobiltelefon macht uns an sich nicht glücklich. Wenn wir einfach immer nur denken, dass wir mehr und mehr haben wollen, dass wir reicher werden wollen und dass uns das glücklich macht, da haben wir eigentlich die ganze moderne Gesellschaft darauf aufgebaut. Aber das ist falsch. Das ist der falsche Ansatz. Das führt nicht wirklich dazu, dass wir bekommen, was wir brauchen. Und darüber sollte viel mehr gesprochen werden. Und natürlich müssen wir uns auch einschränken. Das hat jemand schon gesagt. Wir können nicht in den Himmel hinaus wachsen. Wir haben einfach nur diesen Planeten, auf dem wir wachsen können. Und da gibt es Grenzen. Es gibt eine grundlegende Frage, die Sie in Ihrer Literatur berühren. Sie fragen nämlich, Sie stellen diese große Frage in Ihren Büchern, wie wurden denn die Menschen überhaupt geradezu der Spezies, die alles verändert hat? Was ist denn Ihre eigene Antwort dazu? Also, ich würde sagen, als ich das letzte Buch beendet habe, das war eigentlich das erste Mal, dass ich angefangen habe, wirklich das Projekt mir anzuschauen. Dann wollte ich mir anschauen, was ich getan habe, was ich tun wollte. Und was ich dann versucht habe, war, ich wollte eigentlich Hoffnung finden. 2000 Seiten auf der Suche nach Hoffnung. Und ich habe immer mehr geforscht, gerade in den letzten beiden Büchern. Ich hatte zwei Hauptfragen, die mir immer wieder durch den Kopf gegangen sind. Und ich habe danach wirklich geforscht. Die erste Frage, wie kommt es, dass wir diese Welt so stark verändert haben? Wie konnte denn der Mensch diese Welt so stark verändern? Und was wollen wir eigentlich tun, um unsere Fähigkeiten zu korrigieren? Haben wir dazu die benötigten Fähigkeiten? Oder ist unsere eigene Natur dazu verdammt, dass wir sozusagen verdammt sind? Ich bin ja Schreiberin, ich bin Romanschreiberin. Ich habe den Vorteil, dass ich Fragen stellen kann, ohne gleich die Antwort geben zu müssen. Aber ich denke schon, dass ich Hoffnung gefunden habe bei einigen unserer Fähigkeiten, bei unserer Fähigkeit, sich zu verändern. Wir können uns so schnell verändern. Schauen Sie einfach mal, was alles in der Pandemie passiert ist.
dieser Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Und wir sind doch wirklich auch gut in der Kooperation, in der Zusammenarbeit, wenn wir das wollen. Und wir haben diese große Empathie, und nicht nur für unsere eigene Spezies, sondern auch für andere Spezies. Und deshalb würde ich sagen, das Buch mit den Pferden, was jetzt der vierte Roman werden wird, das ist dann wirklich eine Geschichte, die mir Hoffnung gibt und die auf einer wahren Geschichte beruht, wie diese Pferde fast schon ausgerottet waren in der Wildnis und nur 13 Stück wurden von sehr geduldigen Menschen wieder aufgezogen, vermehrt und in der Mongolei wieder ausgewildert. Und heute gibt es mehrere tausend dieser Rasse in der Welt und sie alle kommen aus diesen 13 Pferden. Und das können wir machen. Nur der Mensch allein ist in der Lage, so etwas zu tun. Und das ist möglich, weil wir eben so viel Empathie haben. Wenn wir plötzlich alle anfangen würden, eine andere Art zu retten, dann könnten wir auf diese Weise vielleicht die ganze Welt retten. Das ist eigentlich, was mir Hoffnung gibt. Was wir wollen, das könnten wir auch erreichen. Und wir sollten uns nicht als das Zentrum dieses Planeten sehen, sondern wir sollten uns als Teil der Natur betrachten und sollten uns all die anderen Arten ansehen um uns herum, die auch ihre Rechte auf Existenz haben. Und wir sollten die Natur betrachten. Für mich ist das irgendwo da drin, ist der Schlüssel. Und auch die Hoffnung, ganz besonders die Hoffnung, liegt genau da. Ja, also die Hoffnung. Maya, reden wir noch mal über Ihr letztes Buch. Das wird nächstes Jahr in Deutschland erscheinen, soweit ich es weiß. Lukatit. Shutterspeed ist der englische Titel, ja. Und das Buch wurde in Norwegen veröffentlicht im letzten Jahr. Sie behandeln dort das Thema der demografischen Wende. Das ist auch eine Art Utopie. Sie sagen, also der demografische Wandel ist nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland ein großes Thema, sondern auch in den skandinavischen Ländern. Was waren denn die Fragen, die Sie da beschäftigt haben? Ja, ich bin gar nicht sicher, dass ich sagen würde, dass der demografische Wandel das Hauptthema dieses Romans ist. Es geht mir darum, eine etwas spielerischere, einen spielerischen Roman zu schaffen, wie als bei den anderen. Und die Belichtungszeit ist genau das, also Shutter Speed im Englischen. Also das ist der Moment in einer Kamera, wo das Licht auf den Sensor trifft oder früher auf den Film. Und der Sinn meines Romans ist eigentlich, dass die Zeit festgehalten wird. Sie bleibt stehen. Die Menschen entwickeln sich plötzlich nicht mehr weiter, während die Natur weiterläuft, sich weiterentwickelt und weiter die Tiere bekommen Junge und die Bäume wachsen, die Pflanzen wachsen. Aber wir Menschheit bleiben einfach still stehen. Unsere Kinder wachsen nicht weiter, die Menschen sterben auch nicht mehr und kranke Menschen werden nicht kränker. Und am Anfang ist das wie ein Geschenk, denn man hat plötzlich alle Zeit der Welt für sich. Aber nach einer Weile merkt man, dass die Lage dann wirklich sehr verzweifelt wird. Das ist also sozusagen der Ausgangspunkt für den Roman und das wird dann so über mehrere Monate beobachtet, wie die Verzweiflung langsam zunimmt und so ungefähr ist die Handlung des Buches. Wird das dann ein Einzelroman? Ja doch, das bleibt ein Einzelroman. Er ist so spekulativ und so fiktionär. Der Grundgedanke, den ich dabei hatte, ist mir schon 2015 gekommen, als wir in Norwegen die Krise hatten. Und ich bin damals 40 geworden und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, dass man das alles nicht für immer hat, dass nicht alles ewig hält. Es geht also auch um den Tod und es geht um die Frage auch, sich mit dem Tod zu befassen.
und damit ein bisschen zu spielen und zu sagen, was wäre denn, wenn das Leben nicht enden würde? Und ich habe dann gemerkt, dass das vielleicht noch furchtbarer sein könnte, als wenn man wirklich ein Ende für alles hätte. Also es ist natürlich ein Buch über Eltern und Kinder. Die Hauptfigur stirbt am Anfang oder hat Krebs. Und es ist auch ein Roman über die Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur. Eine der Hauptfiguren ist wirklich ein Gärtner, also der ist ein Engel im Garten. Und die Frau beschließt aber, in eine Mietwohnung zu ziehen, was er hasst. Und er liebt so seinen Garten und ich selber habe ja auch einen Garten und brauchte da nicht viel zu forschen. Also es geht wirklich über die Menschheit und die Natur. Aber ich mache das in einer spielerischen Art und Weise und es ist selbstverständlich auch ein Einzelroman. Das wirft für mich die Frage auf, was ist denn dann so anziehend für Sie, dass Sie solche Geschichten zwischen Science Fiction und Realität erzählen? Denn es gibt ja sehr viel Realität in so einer Geschichte, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen Utopie oder Dystopie oder Science Fiction oder was auch immer Ihre Fantasie da entspringt. Es geht ja immer um die Story und ich hatte da verschiedene Gedanken, die realistisch sind, also der nächste Roman. Den plane ich jetzt schon und dort wird es sehr realistisch zugehen. Das wird vielleicht ein Drama, sagen Sie das nicht auf Deutsch auch? Ja? Es ist eine Geschichte in einem geschlossenen Raum über eine Beziehung zwischen einer Tochter und dem Vater. Also das ist etwas ganz anderes, wieder. Und Die Bücher, die ich bereits geschrieben habe, diese Klimadinge, da wird einfach, es verlangt einfach die Story, dass man sowohl die Vergangenheit als die Zukunft als auch die Gegenwart beleuchtet. Denn ich wollte damals erforschen, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir diese Klimakrise nicht aufhalten können. Ich nenne das nicht wirklich Science Fiction. Für mich sind das Beziehungen, Beziehungsgeschichten über die Natur und den Menschen. Und das ist ja Teil dessen, die Zukunft. Und was bei Shutterspeed, also mein letzter Roman, ja gut, da würde ich sagen, das könnte man schon als spekulative Fiktion bezeichnen, weil das ist ja eben so ein Was-wäre-wenn-Szenario. Aber ich glaube, ich habe so viele Ideen für neue Geschichten. Das habe ich auch wirklich schon gemerkt. Das ist ja unglaublich. Wo nehmen Sie denn das alles her? Eine Sekunde mal. Ich wollte einfach mal was fürs Publikum sagen. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte haben Sie keine Scheu. Schreiben Sie es dann in unsere Q&A-Spalte beziehungsweise in die F&A-Spalte. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten und dann müssen Sie schnell sein, wenn Sie noch Ihre Fragen beantwortet haben möchten. Aber wir waren ja jetzt dabei zu reden über die verschiedenen Ideen, wo Sie die hernehmen, aber Sie sind ja so voller Ideen. Wo kommen die denn alle her? Also das kommt mir einfach so in den Sinn, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht. Also ich kann das nicht genau sagen. Es kommt über mich und es ist, glaube ich, dass man erkennt, dass man plötzlich eine Idee hat. Ich könnte jetzt einfach irgendetwas sehen und schon habe ich die Idee für eine komplette Geschichte. Zum Beispiel, ich war mal in München und habe dort an einem Nachmittag einen Spaziergang gemacht durch einen großen Garten um ein Schloss herum. Und diese Szenerie gab mir plötzlich ein, wie ich eine komplette Geschichte schreiben könnte. Und es hat auch am Anfang dann so geklappt. So fängt es dann auch an, wie jemand einfach herumläuft. Also das ist einfach, wenn man die Ideen sieht. Ich glaube, viele von uns haben ja Ideen. Aber ich bin vielleicht ganz gut dabei, solche Ideen auch festzuhalten, einzufangen. Oh, da kommt die Idee. Oh, was könnte ich daraus machen? Wie könnte ich das weiterentwickeln? Und da habe ich plötzlich die Idee für ein Buch in der Hand. Vielleicht reden wir am Schluss nochmal über das Problem der
von optimistisch zu sein oder nicht. Ist eine optimistische Haltung etwa naiv oder etwas, was wir dringend brauchen? Was würden Sie sagen? Ich habe es ja schon früher gesagt. Wir sind sogar verpflichtet, optimistisch zu sein. Es ist dringend notwendig. Wenn wir unsere Hoffnung verlieren, dann verlieren wir ja gleichzeitig auch die Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Dann würden wir einfach aufgeben und dann glauben wir einfach, es hilft ja sowieso nichts und wir können ja die Hände in den Schoß legen und gar nichts mehr tun. Und manchmal zitiere ich hier den Historiker und Polarforscher Robert Swan und er hat gesagt, die größte Bedrohung für die Welt wäre der Glauben, dass jemand sie nicht retten kann. Für mich ist das wirklich wichtig. Wir müssen ja Verantwortung übernehmen. Jeder sollte eigentlich sehen, was er oder sie tun kann, wie man Teil sein kann dieser Lösung und nicht Teil des Problems. Und wie kann man versuchen, Dinge auch in der eigenen Umgebung zu verändern oder im eigenen Dorf oder auch im Unternehmen. Oder einfach vielleicht im eigenen Garten. Einige von uns können Dinge sogar auf größerem Maßstab ändern, natürlich. Und wenn wir alle versuchen, das zu tun, dann würden wir schon etwas bewegen können. Aber dazu gehört eben sehr viel, dass man es erstmal versucht. Sie sind ja nicht nur eine Romanschreiberin für Erwachsene, Sie haben ja sogar mit Kindergeschichten angefangen. Was ist für Sie der Unterschied, ob Sie für Erwachsene oder für Kinder schreiben? Also ich würde mal sagen, ich denke immer mehr daran, dass auch diese Kinderbücher schon alle Fragen stellen. Sie haben auch Erwachsene als Leser und es ist ja nicht nur, dass die Erwachsenen das vorlesen, sondern sie lesen es manchmal auch für sich. Also die Hauptfiguren sind erst einmal die engsten Personen. Also meine Kinder zum Beispiel fragen immer nach der ersten Person, die auftaucht. Und wenn ich dann die Welt durch die Augen der Kinder betrachte, dann kommt am Ende auch eine Kindergeschichte heraus. Also darum geht es meistens. Und diese Geschichten, die so dass man praktisch die Geschäfte in die Kinderabteilung verlegt. Aber ich versuche auch immer in verschiedenen Ebenen zu denken und zu schreiben, so dass man einmal, wie in meinem letzten Buch für Kinder zum Beispiel, Der Windmacher, da geht es um Kinder im Krieg. Das wird irgendwann in Deutsch auch herauskommen. Und die Hauptfigur ist ein Junge, der aus der Stadt geschickt wird, nach einem Krieg und er kommt auf diese wunderbare Insel im Ozean und er fängt dann an, das Mysterium dort zu erforschen und die Kinder werden dann wirklich durch diese mystischen Dinge angetrieben. Was sind das für merkwürdige Zeichnungen, die da vorgefunden werden? Was ist denn mit der Frau passiert, mit der er dort leben muss? Warum ist sie so böse und man versucht dann eben das Mysteriöse zu erforschen und die Erwachsenen dagegen, die sehen dort einen traumatisierten Jungen, der durch den Krieg gelitten hat, der ein Trauma mitgenommen hat und versucht nicht daran zu denken. Die Erwachsenen sehen das dann eben als eine Geschichte über ihn, der versucht damit umzugehen, was ihm passiert ist und versucht auch mit jemandem darüber zu reden. Und so versuche ich immer diese Unterschiede mit hineinzubringen. Man kann etwas als ein Kind sehen und ein Erwachsener sieht vielleicht manchmal mehr. Und es kann auch umgekehrt sein. Dann kann vielleicht auch Stoff für ein Gespräch zwischen den Kindern und den Eltern daraus entstehen, wo man auf ernsterer Ebene dann miteinander redet. Ja. Noch eine letzte Frage kommt aus dem Publikum. Ich werde sie vorlesen. Sie haben gesagt, dass die Beziehungen wichtig sind für Ihre Leser. Was glauben Sie, ist die Bedeutung der persönlichen Beziehungen? Und
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt richtig, Klimagerechtigkeit, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Also die Bedeutung der interpersonalen Beziehungen und die Suche nach Klimagerechtigkeit. Können Sie vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen? Nein, ich bin auch selber nicht so sicher. Ich frage mich jetzt, was der Zuschauer hier gemeint haben könnte. Vielleicht kann derjenige die Frage im Chat noch mal ein bisschen verschärfen. In der Zwischenzeit kann ich hier auch von Christian Ölschlägel aus der Universität Bielefeld eine andere Frage stellen. Ist es hilfreich, keine Vorhersagen über die Zukunft zu machen, sondern eher von einer imaginären Zukunft aus zurückzuschauen, um zu verstehen, was sich heute ändern muss? Kann Literatur bei diesem kreativen Prozess helfen? Das ist die Frage. Sehen Sie es, Maya? Haben Sie es in den... Ja, ja, ich habe die Frage hier. Ja, ja, natürlich. Hm. Wenn die Literatur beim Zurückschauen helfen kann, natürlich, wahrscheinlich ist das so. Für mich war das immer wichtig. Das hat sich für mich auch immer natürlich angefühlt, in der Zeit zurückzugehen und dann auch mal in die Zukunft zu schauen. Wenn ich zum Beispiel über Vergangenheit schreibe, dann schreibe ich ja davon, wie die Dinge angefangen haben und versuche dann herauszufinden, warum wir so angefangen haben zu denken, wie das heute der Fall ist. Und zum Beispiel bei der Geschichte der Bienen ist eine Geschichte, die mit der modernen Bienenzucht beginnt. Und man schaut dann, wie sich die Hauptfigur entwickelt. Er möchte die Bienenzucht revolutionieren und er möchte die Art und Weise revolutionieren, wie wir handeln. Er ist eigentlich Teil der modernen Landwirtschaft. Und wenn man sich auch aus emotionaler Sicht der Sache nähert, was Literatur schaffen kann, dann glaube ich, man erkennt und versteht besser, wie die Menschen vielleicht damals gedacht haben, als sie das angefangen haben, was wir heute so viel als Probleme wahrnehmen, wie zum Beispiel die moderne Landwirtschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier als Antwort ausreichend erläutert habe. Ja. Und Sie sind ja keine Wissenschaftlerin. Sie müssen ja nicht auf alles eine Antwort haben. Sie haben ja hier Assoziationen und Ideen zu diesen Fragen. Also herzlichen Dank, Maya. Das war sehr schön, dass wir Sie hier haben durften und dass Sie uns alle diese Aspekte näher gebracht haben und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Es ist wirklich wichtige Literatur und Sie machen den Menschen wirklich Mut und übernehmen auch damit Verantwortung für die Umwelt, für die Menschheit, für die ganze Welt. Recht herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Und vielen Dank, dass alle hier zugeschaut haben. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und sich das angehört haben, partizipiert haben, Ihre Fragen gestellt haben in den Chat. Ich denke, es ist anregend, einfach auch mal eine ganz andere Perspektive aus der Literatur eben zu hören auf all die Themen, die uns so beschäftigen und Sie im Speziellen. Ich danke der Tagung, dass das möglich gemacht worden ist und wünsche uns allen gute Gesundheit und gute Nerven. Seien Sie ganz lieb gegrüßt und danke für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Bye-bye, everyone. Bye-bye, Maya. Bye. Bye.